Shalom Aleichem, guten Morgen. Wir lernen in dem Heiligen Buch Shmirat HaLashon, bewahre deine Zunge, damit sollst du lang leben. Heute, 9. Elul, 2. Kreis. Unsere Weisen haben uns gelernt in Tolo de Beliau, dass in die kommende Welt, in die zukünftige Welt, es wird geleuchtet und vorgestellt der Mensch, alle seine Taten in dieser Welt in sein Gesicht. Alles, was er hat getan, alles, was er hat gesprochen, geredet in dieser Welt in Olam Hazeh. Es wird kein Wort, kein Satz verloren, der wurde im Himmel nicht protokolliert und geschrieben. Und auch ein kleines Gespräch, ein kleines Geschwätz, die hat er gesprochen in dieser Welt, sagt man ihm in den Gerichtstag. Chagiga 5b. Und steht geschrieben in dem Heiligen Zohar, dass in dieser Rucha wird der Mensch beschämen. Das gibt im Himmel jeden Wort, der hat er gesagt, Schande oder schmutzige Wort, die der Mensch hat rausgenommen von seinem Wort. Und genauso auch alle Milin Kadishin, alle heilige Wörter. Schade, schade, wei, wei in dieser Welt, wei, wei in dieser Welt, im kommenden Welt, wo der Mensch, seine schlechten Wörter sind viel mehr oder schmutziger als seine heiligen Wörter. Und da wird er nicht kriegen einen Ort in Gan Eden. Und deshalb steht geschrieben, mach euch nicht unreinigt. Rede nicht schlecht über andere Leute. Auch nicht über sich, auch nicht über eure Kinder, über niemand. Wenn ein Mensch ein bisschen Unreinheit spricht, wird er dort viel zu viel beschmutzt. Auch wenn der Mensch hat gelernt in dieser Welt jeden Tag Mikra, Chumash, hat gelernt Torah, Mishnah, Gemara. Und wenn er kommt in den Himmel, zeigt er vor seinen Augen alles, was er hat gelernt, Mishnah, Gemore, er hat große Lust. Und er freut sich, dass auf jede Stunde, die hat er gelernt, wird man ihm empfehlen und kriegen einen guten Gan Eden. Aber später werden kommen alle Bücher und er wird sehen, auf jedem Blatt und Blatt, die hat er gelernt, es gibt eine Ruach Tum'ah, einen Wind von Unreinheit durch seine verbotenen Wörter. Die hat er gesprochen am Anfang, in die Mitte oder danach und dann alle seine Wörter sind gar nichts wert. Wie groß wird sein seine Trauer? Oder wird sein, so wie einer, der hat verloren selbst das, was er hat gewonnen. Womit ist die Sache zu vergleichen? Wenn einer hat gekauft von seinem Freund die ganze Talmud mit schönen Leder, so wie schöne Set und hat bezahlt und später sieht er, dass alle Buchstaben, alles was er hat gekauft, die Druck ist getuscht von Fett, schmutzig, Tinte. Also du kaufst ein neues Buch und du öffnest es und du kannst das nicht nutzen. Das ist genauso wie der ganze Talmud, ein schöner. Du kaufst eine Talmud, es ist schön, ja, und dann öffnest du und siehst, alle Buchstaben sind durcheinander. Genauso passiert mit einer, der redet, Loshon Hora, Hashem soll uns bewahren.